Das ist Schützi TV mit dem ersten Fußball-Podcast der Schweiz. Let's do it. Das ist brutal, brutal, brutal. Top Fans, Top Stadt, Top, Top Mannschaft, Top alles. F für unsere Leute schreien, F für Fußball. Go! C für den Club, Rot, Weißes Blut, Mann. Go! B für Winterthur, Fuß in die Luft. Come on! FCB, die Stadt braucht den Club. Ja, ja. Freitag, 11. März 2022. Ein Datum, das in die Geschichte des FCW eingeht. Die Erwartungen an den Spitzenkampf gegen Aarau sind gross gewesen. Sie sind aber noch deutlich übertroffen worden. Leidenschaft und Emotionen. Einfach Fußball pur ist das gewesen. Bei aller Freude. Gerade in diesen Zeiten blieb Fußball einfach nur Nebensache. Wenn auch die schönste. Weißt du viel vor? Der Mike Keller, der FCW-Präsi, hat vom 4-0-Sieg geträumt. Fast hat er recht bekommen. 7.800 Zuschauer. Das sind gut 10-mal mehr, als gleichzeitig beim Spiel in Schaffhausen waren. In Winti steht eben eine Stadt hinter ihrer Mannschaft und hinter ihrem Trainer. Das Drehbuch zu dem Spiel war fast perfekt. Bereits nach 4 Minuten geht Aarau in Führung. Unnötig und ärgerlich. Ich habe gedacht, nein, nicht schon wieder, nach wenigen Minuten 1-0. In der ersten Halbzeit sind wir hinten ein bisschen im Schilf gestanden. Ja, im Schilf gestanden, so hart würde ich es vielleicht nicht sagen. Klar, wir kommen wieder in der ersten Minute so einen Standard über. Das darf natürlich nicht sein. Doch die Reaktion ist schnell gekommen. Intensives Stören durch den Corbin. Der Ball kommt zum Alves, der flankt und nicht nur der Schiri sieht sofort. Der Kopfball vom Demhaschei wird vom Svetkovic irregulär abgelenkt. Penalty und gelbe Karte. Der Alves zieht die Stulpen auf. Und versenkt den Ball. Der Roman Buess lässt grüssen. Roberto Alves. 5 Minuten später, Corner für Winti. Und dann spielt Aarau einen mustergültigen Konter. Viel besser geht's nicht. Und nachher, glaube ich, haben wir nur Mühe gehabt, eigentlich nach unseren eigenen offensiven Eckbällen. Nach der Umschaltung ist einfach nicht gut gewesen für uns und da sind sie immer gefährlich geworden. Aber ich glaube, sonst während dem Spiel sind wir eigentlich defensiv auch ganz okay gestanden. Aber klar, so ein Start macht für uns das Spiel viel schwieriger und pusht natürlich Aarau auch gerade nach vorne. Schon wieder hat der Alves die Stulpen aufgezogen. Sein Kunstschuss landet an der Latte und der Abedini schießt sein erstes Goal für Winti. Die zweite. Lass mich alleine. Diese Tor war für mich sehr gut. Zu viele Emotionen. Und der Wichtige war nur gewinnen heute. Und 3 Punkte sehr gut für uns. Es wird viel geboten an diesem Abend. Auf der Ring, aber auch auf dem Platz. Beide Teams haben ihre Chancen. Es bleibt aber beim 2-2 und der Cosimo damals in der Rolle als Pausenfüller. Zweite Halbzeit. Winti dominiert und hat durch den Demhaschei eine riesige Chance. Wie haben wir einmal früher gesagt,
Die hat sogar meine Großmutter gemacht. Dann wieder der Svetkovic mit einer fragwürdigen Aktion. Nach einer guten Stunde hat Mimi seinen Job erfüllt. Er hat die Aarauer Abwehr aufgerieben und müde gelaufen. Für ihn kommt Samuel Ballet ins Spiel. Während Alex Frey auf die Jugend setzt, kommt bei Aarau der ehemalige Starstürmer Gashi. Gestern ist es für ihn bei gefühlten 2 Ballkontakt geblieben. Später kommt auch noch der Seif, eine taktische Vorentscheidung. Ich bin glücklich, dass wir nach der Einwechslung die Verteidigung ein bisschen vorher mehr können stressen. Wie du gesehen hast, wir gemerkt, dass sie nach der 60. wirklich müde geworden. Und man kennt die Stärken von mir um Saif. Und desto glücklicher, dass es am Schluss ist aufgegangen. Auch Svetkovic scheint die Stärken zu kennen. Anders ist sein gefährliches Spiel gegen den Ballet kaum zu erklären. Logische Konsequenz, gelb-rot. Auf dem Platz und auf der Ränge hat man eindeutig gespürt, jetzt geht noch mal etwas. Der Duschi mit einem perfekten Zuspiel auf den Alves und der hat halt die Stulpe nicht über den Knie. Wie es der Trainer geplant hat, der Semi und der Seif spielen die Aarauer Abwehr schwindlig. Latte, Pfosten, Beischuss, Go! Ein Kunstschuss vom Ballet, ein Grosseinsatz vom Gorba. Vorher wäre ich mit einem 2-2 wäre, glaube ich, ganz okay gewesen, aber nach der roten Karte ist klar, haben wir gewusst, jetzt sind wir einmal mehr. Und mit der Hilfe der Fans, die da waren, die genial war für uns, haben wir uns nochmal vorgepusht und haben den Ball mit Biegen und Brechen haben wir dann noch ins Goal reingebracht. Und ich glaube, jetzt schlussendlich verdient gewonnen. Becherwürf aus Freude. Unvernünftig klar, aber nachvollziehbar bei diesen Emotionen. Leider ist der Schiri-Assistent Pascal Hirzel dabei getroffen worden. Nach kurzer Pflege hat er sein Okay zum Weiterspielen können geben. Der ist mit Sicherheit kein Partypuper. Der Schiri zeigt 7 Minuten Nachspielzeit, der Freuli sorgt für Ordnung und die Offensivabteilung vom FCW glänzt mit einem weiteren Treffer. Der Ballet mit dem Goal, der Enzler mit einer Kerze. Ja, es war unglaublich. Wieder eine tolle Atmosphäre, über 7000 Zuschauer da. Das ist das, was man sich als Spieler erhofft. Und jetzt sieht man, jeder hat ein Grinsen auf dem Kopf. Ja. Schlusspfiff. Und der Grossseil hat tatsächlich ein Grinsen im Gesicht. Ja! Yeah! Oh! Mach weg! Mach weg! Vor einer Woche war es ziemlich angepisst und heute das Gegenteil. So ist Fußball. Ja, so schnell kann es gehen. Gell? Das ist Fußball, das ist das Schöne daran. Letzte Woche hatten wir eine bittere Niederlage, aber ich glaube, das Spiel war noch viel wichtiger für uns und wir haben super Reaktion gezeigt. Und seine Unterschrift hat einmal mehr einen Wert gewonnen. Und danke für alles, für diese Personen, für diese Fans. Danke.